So, ich glaube, ich habe sogar eine Speicherkarte drin. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Oh, naja, das würde mich, glaube ich, auch mega aufregen. Ja, dann würden wir heute, glaube ich, einfach Schluss machen und dann... Nach so einem Tag wie heute. Ja. Und diese Brille, ich raste aus. Und das Handy. Schnell, soll ich mich eigentlich noch vorstellen oder kennen die mich noch? Ich glaube, die kenne ich nicht mehr. Nein. Nee. Ja, gut. Aber jetzt wurde so ein rotes Gesicht da, dann kenne ich dich sowieso nicht wieder. Die zwei Krebse hier. Ja. Herrlich. Gut, Schluss jetzt mit dem Quatsch. Schluss. Das ist schon wieder albern. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Fatboss-Kanal. Heute wieder mit dem Peter. Nach langer Abstinenz ist er wieder da. Ja, das Original. Und heute unterhalten wir uns über ein Thema, für das wir eigentlich falsch eingekleidet sind. Ja. Können wir aber gerade nicht ändern. Deswegen ist es so und deswegen werden wir uns einfach in deutscher Uniform über die Kappen der KUK, KK und KU-Armeen unterhalten. Ja. Soweit wie es geht, soweit wie wir da Ahnung haben. Mhm. Sollten hier und da mal Zahlendreher oder Versprecher drin sein, seht es uns nach. Wir haben heute den ganzen Tag sinnlos Schützencreme gebuddelt. In der Sonne, wie man schwer unschwer erkennen kann. Ja, wir auch nichts Besseres zu tun haben. Nee. Aber ist egal. Genau, die Kappe der KUK-Armee, die wurde tatsächlich schon das erste Mal bemustert 1870. Und 1871 hat man sie dann normiert, nennt man das dann, also genormt. Man hat sich auf eine Form und auf eine Größe geeinigt. Die wurde dann 1891 nochmal bestätigt, dass es bei der Form so bleibt. Und dann hat man sie quasi 1907 in diese provisorische Adjustierungsvorschrift der K&K-Uniformierung übernommen. Und dann hat man sie später, als das hechtgraue Tuch dann eingeführt wurde, hat man sie dann halt bestätigt als offizielle Mütze. Man muss auch noch dazu sagen, in der Zeit zwischen 1871 bis 1908, wo die dann zur Einführung kamen, hat die nochmal sehr viele modische kleine Veränderungen gehabt. Also sie waren wirklich einfach ihrer Zeit bedingt, was man dann in dem Zeitraum so hübsch fand. Das zählen wir aber nicht alles auf, weil das sind so viele Kleinigkeiten, dass wir uns wirklich einfach nur auf die Feldmütze ab Hechtgrau, also ab dem hechtgrauen Uniformtuch beschränken, weil das sonst wird man hier nicht fertig. Die Neuuniformierung bzw. die Neueinkleidung der K&K-Armee, das war ja dann 1908, bis auf die Pioniere, die hatten das schon. Und da wurde dann quasi ein hechtgraues Tuch, so wie wir es hier sehen, festgelegt. Also ab dem Zeitpunkt war die Kappe dann aus hechtgrauem Tuch. Sie hatte einen Nackenschirm, der vorne mit zwei Knöpfen verbunden war. Also quasi so, wie man es dann später aus von diesen Gebirgsjägermützen kennt. Und was die Deutschen teilweise für ihre Gebirgstruppen auch übernommen haben. Da gab es dann solche Kappen auch. Und auch gut zu erkennen, die hatten am Anfang einen schwarzen Schirm. Aha. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich fragend vor eurem YouTube-Abspielgerät sitzen und euch fragen, warum diese Kappe, die ich in Hechtgrau hier habe, vorne einen grauen Schirm hat. Das liegt daran, dass das quasi die Kappe für die KK-Landwehr ist, beziehungsweise auch für die KU-Landwehr, die Honvéd. Bei denen hat man nämlich zum Beispiel diesen herunterklappbaren Nackenschirm nicht für notwendig erachtet und hat dann den nur angedeutet. Also der war dann nur aufgenäht und man hat so getan, als wäre es da, war es aber nicht. Und bei denen war von Anfang an der Schirm nicht schwarz, sondern auch in einem Grau lackiert. Genauso wie die Kokarden oder beziehungsweise das Röschen, muss man ja dazu sagen. Das hieß ja bei den Österreichern war das nicht die Kokarde, sondern das Röschen. Das hatte dann die Inschrift FJI, wobei es ja korrekterweise ein FJ1 ist. Und zwar steht das für Franz Josef I. Mhm. Und die war bei der normalen Infanterie, da braucht man jetzt ein bisschen Fantasie, da war die aus Messing oder aus Tombak, genauso wie die Knöpfen. Das war nur bei der KU und bei der KK Landwehr, dass die schon grau angestrichen waren. Mhm. Im Krieg hat sich das ja dann geändert, dass das nicht mehr aus Messing war, sondern... Richtig, also spätestens mit Kriegsausbruch waren die dann auch aus verzinkten oder aus Eisenblech gefertigt und dann auch entsprechend grau lackiert. Ja, also so wie bei der deutschen Armee, genau. Dass man Buntmetall sparen kann. Also man hatte auch einfach sehr, sehr schnell einen Mangel. Was man hier auch dazu sagen muss, es gab unglaublich viele Diskussionen um diese Kappe.
gerade weil sie ja diesen hochgeklappten Nackenschirm hatte. Und dieser hochgeklappte Nackenschirm hatte natürlich den extremen Nachteil, dass diese Mütze sehr, sehr warm war. Also gerade in den Sommerfeldzügen, also in Galizien und auf dem Balkan, haben die Soldaten das auch sehr zu spüren bekommen, wie warm diese Mütze ist. Ja. Da gab es dann damals einen General, beziehungsweise der war noch nicht General, der wurde noch General, der Alfred Kraus. Und der hatte quasi schon für die damalige Zeit sehr weitsichtig gefordert, dass eine Sommerversion der Kappe eingeführt werden sollte. Aufgrund dieser Problematik hat aber die österreichische Heeresverwaltung hat das dann anders gesehen. Und deswegen hat man sie dann entsprechend nicht eingeführt. Gab es denn da Feldversuche, dass Soldaten einfach das Scheißding abgemacht haben, weil es zu warm war? Oder? Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß aber, dass es später im Krieg doch noch eine Sommeruniform gab. Mhm. Sowohl Bluse als auch eine Feldkappe. Dann hatte man aber das Problem wahrscheinlich an der Mütze nicht, wo das nur aufgenäht war, weil das ist ja ein dünneres Tuch. Nee, dafür hatte man aber da das Problem, dass es im Winter nicht gewärmt hat. Ja. Also man muss auch dazu sagen, diese Mütze war auch von innen mit einem sehr groben Stoff schon komplett gefüttert. Das soll jetzt dann erstmal in groben Zügen zu der Feldkappe 1908 gewesen sein. Das ist dann quasi dieses Modell oder auch dieses Modell nur in einer anderen Farbe. Und damit kommen wir dann zu dem Feldkappenmodell 1915. Mhm. Und zwar hat man 1915 angefangen, nachdem man natürlich auch festgestellt hat, dass gerade in Russland diese hechtgraue Färbung als Tarnung überhaupt nicht mehr funktioniert hat, weil sie für ein komplett anderes Gelände konzipiert war, ja, hat man sich dann entschlossen, einen Feldgrau ähnlich der deutschen Armee einzuführen. Mhm. Das sah dann so aus. Auch hier wieder, am Anfang war der Deckel, also der Augenschutz der Kappe, war aus Leder und schwarz. Mhm. Den hat man dann aber auch relativ schnell angefangen einzufärben. Ah ja, okay. Aber am Anfang noch einzufärben. Und da war alles dabei von tatsächlich Reseda-Grün über Olivgrün bis so ein Olivbraun. Also da gab es mehrere Färbungen, mhm, wie diese Schirme dann bestrichen war. Das war 1915? Ja, ja, genau. Das war 1915 und ebenso war dann wie bei den Landwehrkappen dann das Röschen und die Knöpfe vorne, mhm, nicht mehr aus Bunt oder beziehungsweise das Gelbmetall, mhm, sprich Messing, Tombak. Erstmal war es knapp, man hat es an anderer Stelle gebraucht. Genau. Und daher waren die dann alle aus verzinkten Stahlblech oder aus Eisenblech gepresst. Mhm. Und dann hat man die dann einfach getarnt gemacht. Genau, genau. Was natürlich dann immer noch so war, war der ausklappbare Nackenschirm, den hat man beibehalten. Mhm. Der war dann immer noch dran. Also die Form blieb quasi gleich. Die Form blieb gleich, mhm, genau. Ich versuche immer so ein bisschen die Zusammenhänge zwischen der deutschen Armee und der KK zu ziehen, weil ich ja von Österreich nicht so viel Ahnung habe. Wundert mich, dass die 1915 noch Lederschirme hatten und noch keine Vulkanfieberschirme. Ja, dazu kommt man jetzt, weil diese Materialknappheit, die sich bei den Österreichern relativ früh nach Kriegsbeginn schon eingestellt haben, mhm, wurde natürlich auch der Schirm nicht mehr aus Leder gefertigt. Mhm. Nicht immer. Also es gab dann unterschiedliche Ersatzmaterialien, es gab zum Teil Filz, es gab so eine Art Pappmaché, mhm, dann gab es natürlich auch, ja, auch wieder eine Art Pappe mit Lederrand. Also man hat sich halt wirklich mit vielen Ersatzmaterialien beholfen. Die Knöpfe vorne zum Schließen, die waren dann auch nicht mehr immer aus Eisen, mhm, oder aus Metall. Ja. Die waren dann eher so aus Steinnuss, aus Bein, also Bein aus Knochen, ja, oder aus, das waren dann auch wie so Filzknöpfe, ne? Einfach Knöpfe verfilzt, irgendwie, okay, was man halt so hatte. Ja. Ich habe auch ganz wilde Fotos gesehen, da hatten die gar keine Knöpfe an den Blusen. Mhm. Also klar, die hatten diese Schließknöpfe, mhm, aber die hatten ja auch aufgesetzte Taschen auf ihren Blusen und die waren dann immer nur mit so Sicherheitsnadeln zugemacht, mhm, weil da halt einfach keine Knöpfe dran waren. Und dann, wenn wir bei der Kappe mal kurz bleiben, gab es 1917 nochmal eine Ersparnis. Mhm. Da hat man dann quasi die Fütterung reduziert. Die Mütze war am Anfang ja komplett gefüttert, mhm, mit einem relativ schweren Leinstoff. Und da hat man dann angefangen, die Fütterung an den Seiten der Mütze wegzulassen und dann hat man nur noch den Deckel gefüttert. Was ja schon ein bisschen geholfen hat, wahrscheinlich im Sommer. Ja, im, ja, Sommer schon, im Winter nicht. Im Winter nicht, nö. Also wie man es macht, war es falsch. Ja. Dann muss man auch sagen, es gab ja auch viele privat beschaffte Mützen. Mhm. Also die Soldaten in Österreich-Ungarn konnten, wie die Deutschen auch, sich Uniformen, Teile
privat beschaffen. Die mussten aber dann halt eben natürlich den jeweiligen Standards entsprechen. Mhm. Und man hat dann immer öfter gesehen, dass bei Privatbeschafft die Mützen wurden immer flacher. Also die waren am Anfang ja relativ hoch, gerade bei den Offizieren. Zu Offiziersmützen machen wir nochmal ein extra Video, aber ich kann euch sagen, die waren höher. Also die waren einfach, hatten eine ähnliche Form, waren aber bedeutend höher und ein bisschen feiner gearbeitet. Das wollten viele Mannschafter oder Selbsteinkleider auch, jedenfalls so den Look erzeugen, als wäre man jemand. Und das nahm dann immer mehr ab, sind dann immer mehr abgeflacht und es gab dann auch andere Materialien. Also es wurde dann nicht mehr nur Kappentuch, also Uniformtuch verwendet, sondern es kam dann auch mehr zu Wollfilz, Kord oder halt derlei Materialien. Also das ging auch so weit, dass man 1918 teilweise Mützen aus imprägnierten Karton gemacht hat. Oh ja. Schön. Klingt wild, war aber so. Die haben bestimmt sehr lange gehalten. Naja, also es ist Karton, man versteht ja heutzutage Karton immer nur aus diesen Paketen, die man heutzutage kriegt. Früher war Karton ja schon ein bisschen was... Was Festeres, ja. Was Festeres, aber elastisch und also das war schon sinnig. Ja. Also es hat schon auf seine Art und Weise funktioniert. Mhm. So, dann ist noch ein Modell, das habe ich nicht da, aber ich wollte es trotzdem erklären, weil ich es ganz interessant fand. Wir bleiben bei der Materialknappheit. In Österreich wurde ja auch im Laufe des Krieges nicht besser. Daher hat man dann sich überlegt, 1916 nochmal ein neues Kappenmodell mit ins Rennen zu werfen, und zwar einen Filzhut. Mhm. Also beziehungsweise eine Filzkappe. Das war dann wirklich, der wurde hergestellt wie so ein Filzhut. Das heißt, man hat einen Körper gehabt und unter Dampfeinwirkung hat man den dann in Form gepresst und gezogen. Hatte zum einen den Vorteil, dass das ganze Modell dann aus einem Stück gefertigt konnte, obwohl ich auf vielen Fotos eher gesehen habe, dass der Schirm separat dran gemacht wurde, in dem Moment dann aber auch aus Wollfilz. Ja. Und es ging deutlich schneller. Ja. Und man konnte als Material halt Filz benutzen, sprich Reste, Tuchreste, Wollreste, und das ging halt wirklich bis dahin, bis man so vom Scheren von Schafen den Verschnitt verfilzt hat, um daraus so Mützen zu machen. Das hat man dann mehr oder weniger in die richtige Farbe gefärbt und dann hat man daraus Hüte gemacht. Die sind natürlich dann von den Adjustierungsvorschriften abgewichen, weil sie waren ja dann, sie hatten ja diese eckigen Kante nicht mehr, sondern waren dann wirklich wie so ein Filzhut rund, hatten dann trotzdem teilweise den Nackenschirm dran und vorne den Augenschirm, aber dann halt alles aus Filz. Also fand ich ziemlich verrückt. Die müssen auch relativ häufig vorgekommen sein, weil die wurden nämlich damals umgangssprachlich auch als Zuckerhut bezeichnet. Ah, ja. Na, also das war dann der Zuckerhut. Okay. Fand ich ganz witzig, ist eine interessante Sache. Ja. Gerade auch, wie man sich beholfen hat, gerade bei den Mützen. Ja, und welche Materialien man dann an Land gezogen hat, nur um den Krieg weiterzuführen und nur um die Soldaten weiter auszustatten. Ja, ja. Ne? Und auch, dass die dann auch noch einer gewissen Vorschrift entsprechen, anstatt einfach zu sagen, ja gut, wir können keine Käppis mehr machen, kriegen die halt Filzhüte. So ein bisschen wie im Bürgerkrieg, ne? So, ja, okay, ne, die Festen, die Berufssoldaten, die waren natürlich schick eingekleidet und so, und hast natürlich Truppen dabei gehabt. Also wir reden vom US-Bürgerkrieg. Ja, ja, genau. Okay, gut. Ja, Civil War, genau. Ja. Ne, wo dann die einen richtig schicke Uniformen hatten und die anderen dann einfach so das, was sie zu Hause hatten. Die Arbeitsjacke. Filzhüte. Ja, 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 ja. Genau, dann kommen wir jetzt nämlich zu einer Kappe, die ich auch ganz interessant fand. Das ist die sogenannte schirmlose Kappe oder auch Lagerkappe genannt. Hat man sich natürlich dann abgeschaut, mehr oder weniger von der Kavallerie, die dann hatte. Und das war dann eine schirmlose Kappe. Also ungefähr so wie dieses Modell, nur ohne den Lederschirm oder zur Gänze ohne Lederschirm. Und die hat sich natürlich einer unglaublich hohen Beliebtheit erfreut. Also bei den Soldaten, natürlich auch bei den Herstellern. Es gibt aber auch immer wieder Modelle, wo diese Kappen dann dennoch einen Tuchschirm haben, der dann nach oben unter die Zusammenfassung geklappt werden konnte. Das heißt, man konnte den Schirm dann runterklappen. Ah, ja. Und auch das Röschen und die Knöpfe waren dann zum Schluss wie bei der normalen Feldkappe auch, nur dass halt eben entweder kein Schirm dran war oder es war ein Tuchschirm dran, der dann hochgeklappt wurde unter dieser Aufnahme. Was 1917 noch interessant ist, da gab es ein neues Röschen. Da wurde dann quasi das Röschen von Franz Josef abgeschafft, dem ersten. Und dann gab es nur noch ein Röschen, da war dann nur noch das K drauf für Kaiser Karl. Und das wurde auch auf jeden Fall beschlossen für das K und K Heer und für die KK Landwehr.
Und die KU, die Honvéd, die hatten, glaub, was anderes, aber da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, dann gab es natürlich noch ein paar andere Kappen. Es gab auch noch die mit Pelz besetzte oder die gefütterte Winterkappe. Aber ich würde sagen, die komplette Winterausrüstung der K&K-Armee machen wir dann auch in einem separaten Video, nehmen wir die Mütze mit rein. Und es gab natürlich auch noch das Fez. Das ist quasi für die bosnischen Truppen. Okay. Also so ein Hut mit so einem Bommel dran. Ach, das Ding, ja, okay. Ja. Und die hatten halt einen eigenen Hut, aber dadurch, dass Österreich-Ungarn war ja ein Vielvölkerstaat, da gab es viele Religionen und da gab es hier und da immer nochmal Unterschiede, da gehen wir dann in anderen Videos später nochmal drauf ein. Mhm. Gut. Und die Mützen wurden dann auch irgendwann durch den Stahlhelm ersetzt? Ja. Ja, auch bei allen Truppen oder gab es auch Truppen, die die Mützen noch weiter getragen? Bei vielen, aber die meisten haben natürlich dann schon aufgrund der Tatsache, dass ja dann auch viel Krieg gegen Italien geführt wurde. Italienische Helme aufgesammelt? Auch, aber das würde ich sagen, das machen wir mal in einem KOK, K und K Stahlhelm-Video. Mhm. Weil das ist nämlich eine unglaublich interessante Entwicklung. Ja, Käppi wurde abgelöst, mehr oder weniger durch den Stahlhelm, wobei abgelöst das falsche Wort war. Mhm. Also man sieht die Soldaten auch wirklich bis 1918 noch mit dem Käppi. Ja, naja, ist ja auch irgendwo irgendwie militärische Kopfbedeckung und Feldmütze in einem. Ja. So wie die Pickelhaube, die willst du halt nicht ständig tragen. Da trägst du lieber die Lagermütze, ne? Die Feldmütze. Genau. Und hier Stahlhelm ab und das Ding auf. Richtig. Ja. Gut, dann wollt ihr wahrscheinlich jetzt von mir wissen, wo man sowas kauft. Ja. Meine Modelle, die ich habe, die habe ich alle beim Bekleidungsamt gekauft. Es gibt diese Mützen aber auch unter anderem bei Nestor. Mhm. Dann bei, ich glaube, sie heißen K-Militaria. Das sind so ein paar, es gibt so ein, zwei tschechische Shops, wo man das kaufen kann. Auch bei ich hab's vergessen. Ich verlinke euch die Shops unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, manche kann ich auch schlichtweg einfach nicht aussprechen. Ja, dann hoffe ich, euch hat dieses Video über das erste separate Uniformteil der K&K-Armee gefallen. Ich habe letztens gelesen, das fand ich ganz cool, da meinte jemand, ob wir nicht mal ein Vergleichsvideo machen können zwischen der deutschen und der österreichischen Bluse vom Tragekomfort her. Ja. Du hattest ja noch nie eine österreichische an. Richtig. Und dann würde ich sagen, dann das machen wir. Ja. Das machen wir. Dann ziehen wir Peter mal eine österreichische Uniform an, dann kann er auch was dazu sagen. Ich weiß ja schon, wie es ist. Mhm. Und dann vergleichen wir das. Wer da Bock drauf hat, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Dann müsst ihr natürlich noch ein Abonnement abschließen bei diesem Kanal, damit ihr das Video auch nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche mit wem auch immer. Wem auch immer. Mit wem auch immer. Mit wem auch immer. Bis dann. Tschüss.